In letzter Zeit sind sehr viele Menschen auf meinen Kanal aufmerksam geworden und grundsätzlich ist es auch so, dass immer wieder neue Menschen auch dazukommen, auf meine Videos aufmerksam werden. Und da gab es jetzt in den letzten Wochen einige Kommentare. Zum Beispiel wurde ich dafür kritisiert, weil ich im Haus meine Videos gedreht habe mit einem Muskelshirt an und die Leute dann dementsprechend auch gesagt haben, ich soll die Heizung etwas weiter runterdrehen und dafür einen Pulli anziehen, damit ich mir zum Beispiel Energiekosten spare. Robert Habeck gibt ja jetzt Tipps zum Sparen, sagt irgendwie vielleicht mal ein bisschen weniger heizen, vielleicht mal ein bisschen kürzer duschen. Haben Sie auch praktische Alltagstipps zur Hand? Nö. Ein anderer Punkt, welches schon etwas länger her ist, und zwar, wo ich meine eigene Pflanzenkohle herstelle, beziehungsweise wo ich das abgefüllt habe. Und da habe ich zum Beispiel so eine Feuerschale. Und da wurde ich dann gefragt, warum ich denn jetzt diese Feuerschale nutze und das so aufwendig da mir herstellen lasse und nicht einfach ein Erdkontiki mache. Der Grund bzw. die Gründe dafür sind recht simpel. Für mich wäre es gar kein Problem, wenn die Wohnung oder das Haus jetzt nur auf 15 Grad geheizt wäre. Ich würde auch trotzdem wahrscheinlich mit einem Muskelshirt oder auch manchmal mit kurzer Hose rumlaufen. Nice. Liegt einfach daran, weil ich halt sehr sportlich aktiv bin, auch dementsprechend durch den Garten abgehärtet bin, sehr viel Kampfkunst mache, Kampfsport und mich da auch an die Kälte bzw. auch an die Hitze mehr anpassen möchte. Und natürlich spielt auch meine Ernährung da eine wichtige Rolle, warum ich zum Beispiel immer unempfindlicher gegenüber Hitze und Kälte werde. Nichtsdestotrotz lebe ich immer noch in einem Haus von meinen Eltern und die führen nicht das gleiche Leben, wie ich es tue. Zum Beispiel mal einkaufen gehen in kurzer Hose oder auch mit einem Muskelshirt. Ist für mich gar kein Problem, das mal für ein paar Stunden bei 8 bis 10 Grad zu machen. Allerdings ist meine Mom oder mein Zwillingsbruder etwas empfindlicher gegenüber die Kälte, weil sie halt eine andere Lebensweise an den Tag legen. Die beiden frieren halt etwas schneller und sind es halt auch ein bisschen gewöhnt an diesem Luxus, dass man halt zum Beispiel die Wohnung bis auf 20 bis 25 Grad hochheizt. Letztlich aber ist es nicht meine Entscheidung und ich möchte auch diese Konflikte da nicht mit eingehen, wenn ich sage, okay, ich drehe jetzt einfach die Heizung auf 15 Grad, ohne irgendwie den Leuten da Bescheid zu sagen, oder ich mache es halt einfach, weil es gut für unsere Natur oder für die Umwelt zum Beispiel ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel vehement drauf berufen würde, dann würde ich letztlich einfach nur meinen Dickkopf durchsetzen und letztlich bin ich einfach nur zu Besuch bei meinen Eltern. Ich bin erwachsen, die haben ihre Pflichten erfüllt und da einfach, wenn mein Vater sich dazu entscheidet, die Wohnung auf 20 bis 25 Grad hochzuheizen, er bezahlt dafür, er geht dafür arbeiten, ist letztlich seine Entscheidung und ich respektiere das auch. Beim Thema Erdkontiki ist es wichtig zu wissen, dass wir hier im Garten eine Boden-Erdwärmeheizung haben und die Rohre halt in einem bestimmten Tiefe, ich glaube 1 Meter, drin sind und mein Vater möchte halt einfach nicht, dass diese angegebene Tiefe irgendwie durch ein Loch gemindert wird oder wenn ich da zu viel Erde aufschütte, dass das dann irgendwie wegen den Differenzen zu Problemen kommen mit der Wärme und er dann dementsprechend dann wahrscheinlich den ganzen Garten umgraben müsste und da ein Bagger kommen und die ganzen Kosten dann einfach explodieren würden, dann wäre wahrscheinlich auch der Tunnel müsste dann weggerissen werden. Das ist einfach nur alles Aufwand und Kosten, die er damit assoziiert. Das ist auch der Grund, warum mitten im Grundstück kein Baum zum Beispiel steht, weil er Angst hat, dass die Wurzel von einem Baum die Rohre irgendwie beschädigen könnte. Wie gesagt, das sind alles seine Befürchtungen und das sind auch alles seine Entscheidungen dementsprechend und darauf beruhen sie halt einfach und das respektiere ich auch. Das ist einfach wichtig für euch im Hinterkopf zu behalten, dass das Grundstück von meinen Eltern ist und mein Vater hier alles bezahlt hat, gekauft hat, gepflegt hat und auch hier die laufenden Kosten deckt. Das heißt, ich muss mit ihm Rücksprache halten, wenn ich irgendwelche Änderungen machen möchte und sonst, wenn es nach mir gehen würde, würde ich den Garten auch ganz anders gestalten und auch viel mehr Richtung Naturgarten auch gehen. Weißt du Bescheid? Da kommt es auch manchmal vor, dass mein Vater von einer Idee nicht so ganz überzeugt ist oder es ihm nicht gefällt, dann werde ich das auch nicht umsetzen, weil ich halt das einfach respektiere, dass ich es so sehe, dass ich bei ihm zu Gast als Besuch bin und da ist er halt etwas blöd, sage ich mal, oder unfreundlich, wenn ich als Gastgeber zu jemandem gehe. Da kommt es auch manchmal vor, dass mein Vater mit einer Idee nicht so. Da kommt es auch manchmal vor, dass mein Vater mit einer Idee nicht so überzeugt ist oder da auch mitgeht und ich. Das natürlich auch respektiere, dass ich das nicht einfach umsetze, ohne seine Einwilligung auch zu haben. Wie gesagt, ich sehe es halt so, dass ich hier ein Gast bei ihm bin und ich, wenn ich bei jemandem zum Gast
bin, dass ich nicht einfach den Gastgeber überrumpel und einfach mein eigenes Ding durchziehe. FBI, open up! Wäre dementsprechend halt respektlos, und ich bin auch meinem Vater überaus dankbar, dass er mir das erstmal überhaupt ermöglicht, dieses Projekt hier zu machen und es halt so weit wie es geht in diesem Rahmen auch mich unterstützt. Wie wäre mein Permakulturprojekt überhaupt nicht möglich? Die Einnahmen, die ich über YouTube generiere, sind lächerlich gering aufgrund meiner Größe und die Klicks, die ich auch bekomme, und deckt sich halt überhaupt auch gar nicht oder lohnt sich nicht für die Arbeit, die ich da auch in meinen Internetauftritt da reinstecke. Außerdem verdient man nicht sehr viel in der landwirtschaftlichen Tätigkeit. Das ist auch sehr gering, auch für die Arbeit, die man da mit reinsteckt. Da könnt ihr auch mal zum Beispiel mit einem Bauern vor Ort mal über die finanzielle Situation auch im Allgemeinen mal reden. Mein Vater war auch zum Beispiel der Erste, der mich davor gewarnt hat, diesen Schritt zu machen. Wait a minute! Weil ich sehr viel Arbeit habe und die Entlohnung für den Aufwand, den ich halt habe, überhaupt nicht gerechtfertigt ist und ich eigentlich auch davon nicht leben könnte. Und bevor jetzt irgendwelche Leute kommen und meinen, du baust doch dein eigenes Obst und Gemüse an, kannst ja minimalistisch leben, musst ja nicht so viel konsumieren wie die anderen zum Beispiel in der Gesellschaft, würde ich sagen, ist ein bisschen schwer, weil ich glaube, keiner von euch da draußen lebt einfach nur von Essen. Ihr habt auch irgendwie eine Unterkunft, vielleicht einen fahrbaren Untersatz, Spritkosten, vielleicht eine warme Unterkunft, die ihr haben möchtet. Also ihr habt gewisse andere Bedürfnisse auch neben dem Essen, und das kommt bei mir auch noch damit dazu, also zum Beispiel meine Kampfkunst oder auch den Sport, den ich halt mache. Außer ihr habt das Erfolgsgeheimnis, wo man seine verschiedenen Bedürfnisse auch ohne Geld decken kann, dann gerne auch mal unten in die Kommentare schreiben. Freut mich, das zu lesen und auch weitere Menschen einfach so das Wissen zu teilen. Und daher, wer mich mit seinen idealen Wertvorstellungen anprangern möchte, ich versuche das Beste aus meiner Situation zu machen. Many of the greatest works I admire were done by men. Many men I have nothing but respect and admiration for. I hate men because they bask in this admiration without the haunt, without the daunt of the patriarchy. Um da auch Schritt für Schritt rauszukommen. Ihr könnt mich auch gerne dabei unterstützen, Spendenlinks, alles mögliche ja unten in der Videobeschreibung verlinkt, damit ich halt mein Projekt weiter aufbauen kann, finanziell unabhängig werde, ich mein eigenes Grundstück aufbauen kann, dann kann ich das auch viel besser umsetzen. Und wer finanziell selbst auch nicht stabil ist, ist ja auch kein Problem. Es reicht ja auch schon, wenn man ein Video zum Beispiel verbreitet und teilt, auch den Kanal empfiehlt, damit ich halt stetig weiter wachse, mehr Leute auf mich aufmerksam werden, um halt hier neue Möglichkeiten für mich zu generieren. Schaut auch gerne auf meiner Webseite vorbei, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Findet ihr noch weitere Informationen zu meinem Projekt, Kurse, die ich anbiete, Coachings, Saatgutliste oder auch eingekochte und fermentierte Sachen, um halt hier auch mein Projekt zum Beispiel zu unterstützen, und auch gerne auf meinen Social Media Seiten vorbeischauen für weitere Inhalte. Also von daher könnt ihr euch weiterhin berieseln lassen, von meinem Wissen und auch von meinen Informationen profitieren, zum Beispiel wie ihr bei euch im Garten einen selbstdüngenden Boden aufbaut über die Jahre hinweg, oder auch meine Geschichte, wie ich vom Untergewicht wieder. Also von daher könnt ihr euch weiterhin berieseln lassen von meinen Videos, da Informationen abgreifen und wissen, um euer Leben auch weiterhin zu verbessern. Beispielsweise, wie ihr bei euch im Garten einen selbstdüngenden Boden aufbauen könnt, wo ihr nicht mehr ganz so viel machen müsst und eure Pflanzen einfach wachsen. Oder mein Werdegang von einem Untergewicht wieder zu einem anständigen, normalen Gewicht, sage ich mal. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns dann in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.